Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer, ich befinde mich heute Morgen mit Manuel zusammen im Val de Travers in Travers. Wir beginnen heute eine ganz, ganz schöne Wanderung am Schluss auch noch durch die Arrö-Schlucht. Hier befinden wir uns jetzt vor einer historischen Brücke. Nochmal Travers in Sicht. Schönes Dorf hier an der Arrös. Und da der Jura. Dahinter diesem Berg befindet sich der Grand Duron, also dort, wo ich auch schon oben war. Diese Brücke da vorne kenne ich auch schon. Einen Blick durch das Val Travers hinauf. Und hier einen Blick das Tal hinunter. Wir haben heute einen ganz, ganz heißen Tag. Aber schön. Jetzt haben Manuel und ich einen großen Bogen gemacht und sieht jetzt schon das Tal abwärts. Und da oben ist noch ein Sendeturm. Schön. So ein schönes Tal. Und hier das nächste Dorf. Und da nach diesem Dorf fängt dann die Schlucht an. Ja, noch einen Blick zurück. Da wäre der Aufstieg zum Creux du Vent hoch. Da bin ich das letzte Mal runtergekommen. So, da vorne werden wir jetzt dann wieder von der Route, wo ich das letzte Mal runtergekommen bin vom Creux du Vent,
abzweigen. Da muss ich ja noch warten, weil ein Zug kam. Und da geht es die Schlucht abwärts. Und da oben ist der Bahnhof. So, jetzt geht es da hier runter. Da ist auch noch eine interessante Anlage. Ich weiß nicht, ob das auch schon ein Kraftwerk ist, aber es sieht so aus. Und da das Kraftwerk, Stauwerk. Das Stauwerk, pardon. Und da vorne geht die Aros schon unter dem Weg und der Bahn durch. Einen Blick zum Stauwehr hoch und nachher nochmal zu dieser merkwürdigen Anlage da hier rüber. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Da kommt noch eine Druckleitung runter und geht dann da vorne ins Kraftwerk. Bei diesem Kraftwerk wird hier unten auch schon wieder Wasser entnommen und gerade wieder in den Berg reingeleitet. Da ist eine große Schwelle. Das ist ja nur abwärts. Eine große Stromschwelle. Da geht das Wasser doch ziemlich weit runter. Unser Weg geht jetzt hier durch diese Engstelle. Da vorne noch über eine Brücke.
da vorne ist wieder ganz eine schmale Stelle. Sehr schöner Weg. Und da unten sieht man gut bei diesem Loch, dass dort früher Wasser drin war, Wasser durchgeflossen ist. Jetzt da eine Treppe runter. Ist das fantastisch da hier unten. Da haben wir wieder so eine Zwischenpartie, was ganz schön flach ist. Und weiter vorne kommen dann nochmal so schmale Stellen. Schon wieder so ein Kraftwerk. Da vorne kommt doch schon ziemlich Wasser wieder raus. Macht natürlich dann die Arös so noch interessanter. Schön. Da vorne wird aber auch schon wieder Wasser abgezwackt. Geht schon wieder in den Berg rein. Ist da alles unterhöht.
Hier kommt ab und zu das Wasser bis da hoch. Und da vorne geht es noch durch einen Tunnel.